Willkommen zurück, Leute, zu Super Mario Galaxy. Yo, Mario ist auch wieder mit dabei. Und ja, gut, komm, starten wir das Ganze mal. Was können wir denn alles machen? Wir können in der Sternstaubgalaxie einen geheimen Stern suchen. Ah, na, natürlich. Klar. Der ist ja auch, der war doch voll offensichtlich. Wollen wir das einfach mal machen? Dann sind wir mit der blöden Galaxie hier durch. Ja, komm. Ich find's immer ganz schön, wenn man so eine Galaxie auch komplett beendet hat. So, und genau, auf dem Weg können wir das machen. Wir benötigen 50 Sternteile, das wissen wir ja Gott sei Dank. Gut, dann wollen wir mal zusehen, dass wir die irgendwie erfarmen. Also dieses Mal wird alles hier erkundet, ne? Und nicht mal eben so schnell durchgerusht. So, hier müssen wir hin. Und oh, hier gibt's schon so viel, wisst ihr das? Das ist ja schon... Das ist es ja beinahe schon, wa? Ich glaube, dass die Viecher auch relativ gut was bringen. Ja, 3 Stücke, das ist jetzt... ist nicht die Welt, aber... Damit können wir arbeiten. Bams. Weil ich hatte so das Gefühl, dass wir bei dem Gourmet-Luma schon beinahe alles hatten, was wir brauchten. Naja. Ist jetzt ein bisschen... übertrieben, aber... Naja... Okay, so einfach ist das nicht. Muss ich hier tatsächlich... muss ich hier tatsächlich rein? Und Sternteile suchen? Das sieht beinahe so aus. Das kommt mir komisch vor. Okay, dann muss ich hier auch wieder den Ausgang finden. Aber das ist ja nicht so schwierig tatsächlich, ne? Kann man hier mit irgendwas machen mit den Lichtern? Nee. Okay. Hier war was. Oh, ja, voll geil. Dicke Ausbeute. Okay, wir haben es schon. Jetzt müssen wir nur noch den Ausgang finden. Ich glaube, der war... Ja, der war da. Wunderbar. Gourmet-Luma, wo bist du? Wo bist du, mein Lieber? Ich möchte dir zu fressen geben. Wo ist der? Komm her. Hallo? Da. Ich glaube, wir haben den weitesten Weg, den man irgendwie zu ihm gehen kann, genommen. Lalalalalala, hey du, da hast du keine Sterneteile. Ich will Sterneteile essen. Ganz viele davon will ich essen. Lalalalalala, komm schon, gib mir ein paar Sterneteile. Wenn ich 50 esse, verwandle ich mich, Mann. Ich bin voll aufgeregt. Jetzt hat er die nicht gegessen. Ach komm, du willst mich doch trollen. Jetzt habe ich 49. Das ist doch nicht dein Ernst. Och, Luma, ey. Oh, fail. Epic fail ist failig. Ja, total. So. Diesmal aber bitte. Nehmen wir die auch noch hier mit, sicherheitshalber. Da kann ich wieder ein paar verschießen. Ich glaube das jetzt nicht. Das ist doch nicht passiert. Das ist doch nicht wirklich passiert. Das kann ja wohl nicht sein. So. Der Luma war genau hier ziemlich in der Nähe. Genau. Siehst du? Den kannst du relativ schnell kriegen. Bin sowas von aufgeregt. Hallo? Visieren an. Gerade eben hast du es auch getan. Ey, willst du mich jetzt... Och, komm schon. So. Also das funktioniert ja jetzt mal hier nicht ganz so gut, ne? Das war's. Mein Bauch ist voll. Dann wollen wir mal loslegen. Verwandlung! So. Oh, doch mal zu diesem Verwandlungsding. Wenn ihr das scheiße findet, dann kann ich das komplett nachvollziehen. Also glaubt mir, Leute. Ich denke, jeder etwas ältere Zuschauer findet das auch komplett scheiße, wenn ich das mache. Und ja. Wie gesagt, ihr habt meine... Oh shit, jetzt raff ich das hier erst. Ja, schön. Wo darf ich starten? Okay, aber der Luma ist bezahlt, oder? Der Luma ist doch garantiert. Ja, der ist bezahlt. Okay, gut. Das ist, halb so wild. Ja. Es gibt halt eine Menge Leute, die das gerne möchten. Und ich habe es halt früher in Galaxy 2 halt auch so gestartet. Und deswegen mache ich das mal so weiter. Habe ich mir so gedacht. Okay, also... Ihr dürft es auch durchaus in die Kommentare schreiben, wenn euch das nicht gefällt, wenn euch das nicht passt oder so, dann ist es gar kein Thema.
aber das wird nicht so wirklich etwas ändern. Das kann ich schon mal sagen. Komm schon. Komm schon, den will ich auch noch. Na, schade. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwie was Besonderes bringt, wenn ich möglichst viele hintereinander treffe. Hat er das gesagt? Eigentlich nicht, ne? Nö, den Stern gibt's einfach so. Ohne dass wir irgendwie was ganz Besonderes tun müssen. So, dann haben wir diese Galaxie aber jetzt. Ich habe es im letzten Part schon gesagt, dass wir sie abgeschlossen haben. Jetzt haben wir sie abgeschlossen. Glaube ich. Kann natürlich sein, dass hier noch irgendwie ein Komet einschlägt in dieser Welt. Ich weiß es nicht. Kann ja sein. Warum nicht? Alles ist möglich. Was macht Yoshi denn hier? Das ist der geheime Stern. Okay, neue Galaxie entdeckt. Okay. Es sieht auch nicht so aus, als wäre die komplett, ne? Also wenn ich da mal... Da war keine Krone dran. Oh, jetzt kann ich die hier aufmachen, okay? Schauen wir mal. Bam, 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 Galaxie. Okay. Ich würde sagen, wir können auch die hier einmal aufmachen. Das ist die Kampffelsen-Galaxie. Aha. Hm. Und... Ja, komm, mach den mal einmal auch kurz auf. Bowsers Sternfabrik. Ja, komm, dann machen wir jetzt den Testball. Elend hat einen Namen. Testball, ja. Also wenn wir jetzt echt auf diesem Ball balancieren müssen, ne? Dann gute Nacht. Wundersame Reise des Sternballs. Das wird dann nämlich verdammt schwer. Ja, müssen wir. Okay, das ist schwer. Sowas kann ich nicht. Das ist schon wieder hier Bewegungssteuerung hoch 10. Aber mit der geilen Mario Bros. 3 Melodie. Ich kann nicht mehr aufhören. Hey, hey, wenn du auf den Sternball steigen willst, dann hör gut zu, was Schildhilfe dir zu sagen hat. Also, spring auf den Sternball. Ja, bla bla, ich kenne die Scheiße. Gut, du bist drauf, dann halt dir gerade nach oben, ja. Ja, das ist die grundlegende Haltung. So, und dann kannst du hier hin und her aus der Grundhaltung, die bla, rollen, ja, in alle Richtungen, ja. Mit A springst du. Niemand über den Weg ist, überrolle ihn einfach. Nun, Erfahrung ist der beste Lehrmeister. Probier mal bis zum Ziel zu rollen. Ja, das hast du davon, Schild. Hilf, dass du mir das hier antust. Oh Gott, das ist schrecklich. Das ist einfach nur schrecklich. Das ist... Oh, wer denkt sich denn sowas aus? Ja, gut, die Idee ist an sich ganz cool. Die Idee ist an sich ganz cool. Das ist dann ja auch, ne, für die Bewegungssteuerung ist auch was mit dem Spiel, ja. Ich meine, das ist das große Ding der Wii. Die mussten ja irgendwas damit einbauen, aber... Ganz ehrlich? Hätt's nicht gebraucht. Hätt es nicht gebraucht. Und ich mache einfach... Ups, möglichst schnell. Dann komme ich hier auch unbeschadet dadurch. Habe ich so das Gefühl. Jo. Na, nee, lass mal. Lass mal lieber hier lang. Nein, nein. Oh, Gott sei Dank. Okay, der Sprung hilft ganz gut. Das ist so eine Sache, die habe ich in Galaxy 1, 2 nie benutzt. Okay. Das habe ich mir durchaus schwieriger vorgestellt, muss ich jetzt gestehen. Aber, na gut. Oh, und da kommt die coole Musik nochmal ganz kurz, aber auch nur. Schade. Also ich weiß nicht, diese Mario Bros. 3 Melodie... ist so, ja, mit die geilste Mario-Melodie, die es gibt, meiner Meinung nach. Könnte ja natürlich eigener Meinung sein, aber für mich ist das ziemlich die coolste Galaxie komplett. Okay. Ja, lass mich da... Ich will da immer reinspringen, wie in so ein Gemälde, aber das geht ja gar nicht. Bam, 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 Galaxie. Gucken wir mal, was da unsere Aufgabe ist. Da haben wir Rennen und Musizier. Oh Gott, ich bin so unmusikalisch. Das kann ich nicht. Rennen und Galaxie. Galoppier, wollte ich gerade sagen. Rennen und Musizier. Ja, okay. Nimm erstmal alles hierher. Alles meins. Die gehen alle weg. Das wusste ich aber vorher schon.
Hat er gerade gesagt, es ist gefährlich hier? Ach so, oh shit. Oh, das könnte... Das könnte ja durchaus schwierig sein. Wenn ich hier alle einsammeln muss, dann kann das durchaus schwierig werden. Okay, warten wir mal ab. Das Lied ergibt in dieser Form auf jeden Fall keinen Sinn, wenn ich das mal so sagen darf. Okay. Stern ist da, wo er sein sollte, und wir fallen da einfach drauf. Ja, da halt den Skill nicht zurück, wenn du ihn hast, ne? Ganz klar. Okay, aber ich denke nicht, dass das irgendwie auch sonderlich schwierig war. Ich meine, das gibt's nochmal in einer echt schweren Version. Ich bin mir da so ziemlich sicher, dass ich das mal irgendwo gesehen habe in der letzten Zeit. So, 20 Sterne schon. Galaxie komplett. Geil. Jo, speicher das mal ab. So, dieses Mal kein Rückwärtssalto. Okay, dann gehen wir in die Kampffelsengalaxie. Da können wir auch noch ganz locker flockig wohl einen Stern mitnehmen, würde ich behaupten. Ein Stern ist noch drin, vielleicht sogar zwei. Wir haben Riesenfestung aufgetaucht. Okay, da ist der Stern versteckt. Alles klar. Jetzt hat man hat natürlich keine Ahnung, wo das ist, ne? Also, machen wir uns mal nichts vor. Ach so, ah, ich sehe schon. Die kleinen Viecher hier sind, glaube ich, auch relativ fies. Hier auch was drin? Nö. Wow, 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 wow. Das war jetzt beinahe gefährlich. Zack. Die Musik hier ist schön. Wenn ich das mal so sagen darf. Nimm mal mit, nimm mal mit, nimm mal mit. Man weiß ja nie. So, einer fehlt noch. Wo ist der? 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 Seht ihr den? Ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn nicht. Nicht, dass ich die Gegner besiegen muss oder so? Da war der ganz... Ach, ganz am Anfang. Ah, okay. Da musste man wahrscheinlich einen zurückgehen. Kann ich mir vorstellen, dass ich den einfach übersehen hatte. Und hier gestartet bin. Kann das? Weiß ich nicht. Oder ich war zu blind. Wer weiß das schon. Ist jetzt auch vollkommen egal. Wir haben es auf jeden Fall gepackt. Wow. Okay. Erstmal hier verstehen, was die überhaupt von einem wollen, ne? Das ist ja immer so eine Sache. Hier soll man auf jeden Fall drehen, das war klar. Oh mein Gott, wir haben es aktiviert. Wir haben es aktiviert. Oh, die ballern, aber ganz gut. Die wollen es richtig wissen, die wollen es richtig wissen. Oh, die Musik ist hier richtig geil, finde ich. Richtig episch. Diese Bälle sind etwas laut. Oh. Ah, cool, das ist so eine, ja, 2,5D-Passage, würde ich sie nennen. Wo man wechseln muss zwischen unten und oben, aber das Ganze im dreidimensionalen Raum machen. Also 2D-Passage in 3D, ihr wisst, ihr kennt das. Ich meine, wem erzähle ich das, ne? Wem erzähle ich das? Ihr seid schließlich die Experten, nicht ich. In den meisten Fällen ist es ja tatsächlich so. Whoops. Bam. Oh. Ja, sehr cremig das Ganze. Sehr, sehr cremig. Ah, lass mich durch. Wow. Jetzt habe ich wieder komplett nicht aufgepasst. Und da ist der Stern. Da ist der Stern. Und wie komme ich an diesen Stern ran? Hier unten vielleicht? Ja, nee. Ach, da. Kugel, Willi. Flieg und Sieg. Und gib mir ruhig noch mehr davon. So geht's nicht, okay. Vielleicht muss ich hier doch ein paar Sachen vorher aufmachen. Komm her. Okay, das ist offen. Dann sollte es jetzt eigentlich gar kein großes Thema mehr sein. Komm her. Kugel, Willi.
Du wenigstens. Hier bin ich. Ja, nicht so schwer, ne? Durchaus machbar. Okay, einen weiteren Stern erhalten. Damit haben wir jetzt mittlerweile schon 21. Insgesamt werden wir 120 sammeln. Lass mich lügen. Vielleicht könnte es auch mehr sein. Ich bin mir da jetzt ein bisschen unschlüssig. Ich werde auf jeden Fall den normalen Mario-Run komplett machen. Wenn das mehr als 120 Sterne sind, könnt ihr mich verbessern. Aber ich glaube, es sind 120. So, dann speichern wir ab. Und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Part wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Part. Hinterlasst mir doch eine Meinung oder so. Oder generell Kritik. Was auch immer, was ihr meint. Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.